Heute machen wir mal ein ganz einfaches Composing. Das besteht erst einmal aus diesem Hintergrund, in diesem Modell, das wir dann auch noch freistellen. Und das setzen wir dann mal in ein Querformatbild rein. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit diesem Bild hier. Das können wir eigentlich anders machen. Das können wir mit Steuerung A und Copy einfügen. Machen wir das mal kurz so. Mit Taste V können wir dieses Verschieben-Werkzeug hier aufrufen. Dann reinsetzen. Das kann jetzt auch ruhig ein bisschen verzerrt sein, genau. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das ist jetzt ein bisschen verzogen. Das schaue okay. Dadurch wirkt der Himmel etwas dramatischer. Und das können wir zumachen. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt tun wir das mal hier freistellen. Auch hier nehmen wir das Schnellauswahlwerkzeug. Passen die Größe entsprechend an. Fangen wir mal hier so rum. Das kann ruhig ein bisschen grob sein, das muss jetzt nicht fein ausgewählt sein. Wichtig ist, dass wir diese Maske, die wir jetzt hier machen wollen, verfeinern müssen noch. Dazu machen wir jetzt erstmal eine Maske. Jetzt haben wir hier die Maske erstellt, die sieht eben so aus, also nicht korrekt. Es fehlen ja noch ein paar Haare. Ja. Das ist ganz klar, die fehlen hier. Das tun wir mal hier reinmalen. Hier hat es da schon einmal jetzt einen Schnipser und da fehlen definitiv die Haare. Also dazu gehen wir hier in das Doppelklick auf die Maske, dann öffnet sich hier die Maskeneigenschaften. Und hier kann man dann zum Beispiel die Maskenkanten verbessern. Ja. Smart Radius, den stellen wir mal jetzt, lassen wir mal jetzt noch weg. Weiche Kante empfehle ich so mit 0,5, 0,7 irgendwo so. Und bei den Prozenten, das lassen wir jetzt auch mal noch. Farben dekontaminieren, das heißt, dass Hintergrundfarben bei diesen Randpixeln weitestgehend rausgelöscht werden. Ja. Ja, jetzt fangen wir mal hier an. Tun wir das mal hier einfach mal drüber fahren. Dann rechnet er hier ein bisschen. Der rechnet heute etwas länger. So. Ausrutscher, die jetzt dann auch großartig zu sehen sind, die tun wir nachher in der Maske manuell korrigieren. Also es ist oftmals so, dass dieses Tool nicht unbedingt auf Anhieb funktioniert. Also es hat auch da ein paar Fehler. Es kommt natürlich auch immer aufs Motiv an, ist ganz klar. Ne? So, jetzt machen wir das mal hier und das hier. So. Alles was rot ist, ist natürlich nicht ausgewählt und deswegen müssen wir manche Stellen nachfahren. Ja. Das es gibt hier eben ein paar Bereiche, zum Beispiel das hier, das soll schon der Hintergrund sein, dann hier die Haare.
Musst du das schön ausrechnen. Die unscharfen Bereiche, wie zum Beispiel das hier, ist natürlich auch sehr diffizil. Man muss eins bedenken bei einer Auswahl mit Haaren, man kann nicht alle Haare retten, also mit diesem Mango muss man halt einfach mal leben. Das ist einfach so, aber das ist nicht weiter tragisch. Alle Haare gehen halt manchmal auch nicht. Manchmal muss man auch künstliche Haare reinmalen. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein Bereich, den kriege ich nicht frei, nicht sauber. Ja, das hier zum Beispiel. Das macht jetzt aber nichts. Ich gehe jetzt mal hier auf OK. Und jetzt wird hier nochmal eine zusätzliche Ebene geschaffen. Die vorherige wird ausgeblendet. Und jetzt sieht eben die Maske viel feiner aus wie diese Maske. Ja. Das ist viel feiner, ja, das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Und jetzt tue ich aber hier diesen Bereich wieder reinmalen. Dazu brauche ich weiße Farbe, das ist ganz wichtig. Ein Pinsel in entsprechender Größe. Ein weichen Pinsel. Wenn man nach oben fährt, wird er weich. Wenn man nach unten fährt, wird er hart. Rechts und links ändert die Größe. Pinsel. Das war jetzt verkehrt, das war jetzt noch das Auswahlwerkzeug, sorry. Auswahl aufheben. Brush ist B. Und auch jetzt hier wiederum. Fahren wir jetzt mal diese Runde. Die Deckkraft sollte hierbei auf 100% stehen. Modus normal, Deckkraft 100%. Ja. Und im Pinselmenü muss ich noch was zeigen, ganz kurz beim Transfer. Bei Deckkraftjitter, ja, sollte man ausmachen, ja, wenn ich jetzt auch hier, wie hier, mit 100% arbeiten möchte. Ansonsten, wenn ich jetzt mit einem Grafiktablett arbeite, was ich ja eben auch gerade tue, muss ich, und ich möchte jetzt 100%, müsste ich jetzt hier drauf drücken wie ein Ochse. Ja. Deswegen kann ich das hier ausschalten. Und dann passt es auch. So, gucken wir mal hier. Das sind die Bereiche. Das sind eben diese Randpixel, die sind sehr schwierig. Die machen wir später. Das mag uns jetzt noch nicht mal groß stören. So, das heißt, wir machen jetzt hier Steuerung A. Kopie. Was anderes da, wenn es nicht will. Ich habe heute mit der Tastatur etwas Probleme. Ich bin ja die Mac-Tastatur gewohnt mittlerweile. So, also jetzt machen wir zu. Das brauchen wir auch nicht mehr. Steuerung V. Wenn man die Umschalttaste gedrückt hält, bleibt mir, vergrößert man das auch proportional. Oder verkleinert es eben. Ist eigentlich für die Skalierung. Machen wir mal jetzt so. Kann man auch noch kleiner machen später. Das ist jetzt mal egal. Hauptsache, es passt mal rein. Jetzt machen wir hier eine leere Ebene. Doppelklick auf die Hand vergrößert es genau Bildschirmgröße. Und wir bringen jetzt mal hier etwas Farbe rein. So ein bisschen Orangenton. Das stellen wir auf den Modus Farbe.
Auch hier jetzt wieder den Brush. Man kann da jetzt reinmalen, wenn man möchte. So wie ich das jetzt gerade mache. Ich schmeiße das jetzt mal raus. Ich zeige euch einen anderen Weg. Und zwar gehe ich jetzt hier in die Kanäle. Erstelle mir hier eine Luminanzmaske. Eine leere Ebene. Diese Ebene fülle ich jetzt mit dieser Farbe. So. Steuerung D. Jetzt habe ich hier den Modus von Normal auf Farbe gestellt. Das wird jetzt mit dem Untergrund besser verrechnet. Stelle die Deckkraft ein. Holen wir das Model her. Vielleicht ein bisschen mehr. So etwa. So ein richtig schönes, dreckiges. So, ausmachen. Jetzt gehen wir nochmal in die Palette rein. Suchen uns mal jetzt so ein richtig schönes. Nehmen wir mal das hier, rot. Kehren die Auswahl um. Auswahl umkehren. Wieder eine leere Ebene. Und jetzt machen wir mal ein bisschen was Dramatischeres. Probieren wir es mal mit Blau. Farben. Steuerung D. Deckkraft ändern. Wenn ich zum Beispiel die 2 aktiviere, dann kann ich den Himmel über so 2 leere Ebenen, die ich im Modus Farbe hier einstelle und verrechnen lasse miteinander mit 2 Luminanzmasken. Die erste Luminanzmaske geht eben auf die Luminanz, die zweite Luminanzmaske geht genau ins Gegenteil, also sprich in die dunkleren Farbbereiche, und dementsprechend habe ich eben ein anderes Abbild. Wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, machen wir kurz mal hier kurz auf Normal. So sieht das zum einen aus und so sieht es jetzt, wenn ich das wieder ausmache. Hier sind die dunkleren Bereiche schön gesättigt und hier sind es eben diese Bereiche, die hellen Bereiche eben nicht. Und genau das ist es, um was es geht. Also Farbe. Das kann man auch machen, Sättigung, keine Frage. Hier muss man mal ein bisschen rumspielen, das ist ganz lustig, was dabei rauskommt. Jetzt haben wir hier unser Model, das stellen wir mal jetzt hier rein. Dann machen wir wieder eine leere Ebene. Diesmal wieder einen Pinsel. Und diesmal gehe ich auf ein paar Vögel. Die sollen aber mit Sicherheit nicht blau sein, sondern schwarz. Wenn man hier auf das hier unten, also auf diesen Bereich hier, klickt, stellt man die Standardfarben schwarz-weiß wieder her. Und hier kann ich hin und her switchen. Buchen, also Vorder- und Hintergrund. So. Die fliegen hier mal so rum. Einmal haben wir noch ein paar Vögel. Probieren wir mal das mit denen noch.
Ah, das sieht nicht gut aus. Die können wir jetzt nicht. Ein bisschen länger. So, das gefällt mir nicht. Was könnte man denn da nehmen? Aus dem Bild rausgehen, das sieht auch zum Teil manchmal besser aus, wenn die ein bisschen angeschnitten sind. Sieht nicht so geradmäßig aus. So, einmal. So, jetzt müssen die natürlich unscharf sein, weil natürlich auch der Hintergrund unscharf ist. Und da die nicht auf der gleichen Ebene sind, oder besser gesagt auf der gleichen Entfernung sein können, gehen wir jetzt hier einen gaußschen Weichzeichner rein. Ne, ich mache das ganz anders. Bewegungsunschärfe. Das ist ein bisschen eigenschnell. Die fehlt mir auch so. Die Höhe etwa. Okay, das haben wir jetzt schon einmal. Das machen wir noch eine. Wieder auf Pinsel. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Negativ multiplizieren. Welches Licht geht's unter? Schmeiß mal raus, gefällt mir nicht. Neue Ebene. Ich mache gerne alles auf Ebenen, weil da kann ich es jederzeit auch wieder rückgängig machen. Der sieht doch mal gut aus. Probieren wir mal den. So. Jetzt tun wir das Modell ein bisschen abdunkeln. Jetzt müssen wir natürlich darauf schauen, dass jetzt diese Tonwertkorrektur sich nur auf die darunter befindliche bezieht und nicht auf alle. Das kann ich hier zum Beispiel. Jetzt wird alles dunkel. Ich mache das mal ganz krass. Jetzt wird alles dunkel und jetzt ist nur das Modell dunkel. So, Ike. Ein bisschen schwarz hier rum. Und das hier mal noch ein bisschen runter. So etwa. So,
So, jetzt ziehen wir mal hier noch die Rose rein. Die stelle ich jetzt nicht frei, das mache ich jetzt auf einen anderen Weg. So, schließen. Und müssen wir jetzt schnell drehen. Noch einmal drehen. Jetzt die Shift-Taste drücken. So. So, wie kriege ich die jetzt freigestellt? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich klicke hier doppelt und jetzt habe ich hier einen schwarzen Bereich, einen hellen Bereich und ich kann jetzt hier so lange runterziehen, ich kann ihn auch noch splitten, bis ich hier einen sauberen hier eine gewisse Tonwertkorrektur. Einmal und dann mache ich hier noch eine Farbtonsättigung. Etwa. So, und jetzt habe ich hier eine Maske. Und auf dieser Maske kann ich dann jetzt hier, warte mal, Pinsel, schwarz, ich brauche auf alle Fälle schwarz. Dann brauche ich diesen Pinsel hier. Ich stelle jetzt mal so groß ein, ganz weich. Und das kann ich hier reinmalen und mir hier die Rose wieder rausmalen. Bei solchen Composings manchmal sollte man natürlich schon gucken, dass es exakt ist. Vor allen Dingen, wenn es ein Composing sein soll, das realistisch wirken soll. Bei so einem jetzt hier kann es ruhig ein bisschen Fantasy-mäßig sein. Das heißt, es muss nicht unbedingt ganz sauber gearbeitet werden. Klar sollte man immer eine gewisse, wie soll ich denn jetzt sagen, Genauigkeit schon an den Tag legen, also man sollte sich schon ein bisschen bemühen, weitestgehend genau zu arbeiten. Und es geht ja jetzt mal hier nur um eine kurze Demo. So. So. Ja. Mit weiß. Wenn ich die Taste X klicke, ändere ich hier die Vorder- und Hintergrundfarbe. Das male ich jetzt mal hier. Das wieder raus. So. So, und die Sättigung jetzt wiederum von diesem Bereich hier, von der Rose selbst,
Den kann ich natürlich auch nochmal markieren. Und gehe jetzt hier auf eine sogenannte Farbton-Sättigung. Die erstellt auch gleich wiederum die Maske. Das bezieht sich dann auch wiederum auf das hier. Ausschmeißen, fehlerhaft. Ich wollte das ganz anders machen. So. Und jetzt suche ich mir hier anstatt einer schwarzen Farbe einen mittleren Grauton. Fülle diesen. Rückgängig. Fläche füllen, Auswahl füllen. Also nochmal, ich suche mir hier die entsprechenden Grauton. So nehmen wir noch einen etwas helleren, damit es nicht ganz so stark ist. Und dann fülle ich die Auswahl. Und dann habe ich diese Sättigung nicht mehr so extrem. Kann ich noch ein bisschen mehr machen. So. Jetzt fahre ich hier aus der Maske raus. Ist natürlich nicht gewollt, deswegen muss ich hier alles markieren und er kann jetzt verschieben. So. Okay. Folgendes. Jetzt tun wir das mal hier komplett schwarz-weiß machen. Setzen das auf weiches Licht. Und diese Ebene weich matschen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Ja, halt was Einfaches, was Schnelles. Sollte ich ja auch. Schon noch eine kurze Demo. Und diese Bereiche hier, die kann ich jetzt zum Beispiel auf der Maske nochmal bearbeiten, indem ich hier mit dem Pinsel einer geringeren Deckkraft, sagen wir mal 35%, hier reingehe, Grundfarben einstelle, einen ganz weichen Pinsel wähle, das habe ich auch, 150 Pixel, probiere ich jetzt mal. Das hier, diese Kanten da ein bisschen rausmalen. Jedes Mal, wenn ich jetzt also hier mit dem Grafiktablett diesen Bereich berühre, male ich immer mit 35% mehr drauf von Schwarz. Ich male ja nicht
hundertprozentig mit Schwarz, sondern mit einer 35%igen Deckkraft. Und dann sieht es eben so aus. So sieht es dann hier aus. Und das tue ich jetzt hier in diesen Bereichen ein bisschen bearbeiten. Vorsichtig. Mit der Maus sind solche Arbeiten sehr schwierig. Also wenn einer sagt, er kann das, dann ziehe ich den Hut vor ihm. Weil der kann ja dann auch mit einer Maus einen super Kreis ziehen. Und wenn einer das kann, dann soll er bei der Maus bleiben. Wenn er das nicht kann, sollte man überlegen, eventuell doch auf dem Grafiktablett umzusteigen. So. Und schon ist fertig. Das mag jetzt nicht jedem gefallen, aber so kann man mal auf die Schnelle zeigen, wie man ein paar Elemente als ein neues Bild zusammenfügt.